Hallo und herzlich willkommen zum Oberphilion Adventskalender. Eine neue Woche, ein neues Türchen, heute öffnet das siebte Türchen. Mal schauen, wo wir heute landen. Hallo, hier ist Lisa aus dem Aktivtreff und auch ich werde euch heute eine Geschichte vorlesen. Aber zunächst muss ich meine Lesebrille aufsetzen. So. Die Geschichte heißt Der kleine Straßenkehrer und das Engelshaar. In der Nacht war Schnee gefallen und dann hatte es gefroren. Der kleine Straßenkehrer zog sich wärmer an als sonst. Mit der roten Pudelmütze, dem langen blauen Wollschal und den dicken roten Handschuhen. Leider hatten die Motten große Löcher hineingefressen. So schauten an beiden Händen der Daumen und der Zeigefinger heraus und an der linken Hand auch noch der kleine Finger. Traurig betrachtete der kleine Straßenkehrer die nackten Finger, während er zur Winterstraße ging. Heute brauchte er noch keine Schneeschaufel, aber wenn es weiter schneite, würde er mit dem Besen allein nicht mehr auskommen. Während er so die Straße kehrte, sah er auf einmal etwas im Schnee glitzern, etwas Silbernes. Zwar leuchtete der Schnee in den ersten Sonnenstrahlen selber wie Silber, aber das Etwas glitzerte noch viel, viel mehr. Es war ein langer silberner Faden, den der kleine Straßenkehrer aufhob. Engelshaar, sagte er andächtig. Das Haar von einem Engel. Und er wickelte das schimmernde Haar um seinen linken Zeigefinger, der am allermeisten fror. Das Engelshaar sah wunderhübsch aus. Und es wärmte. Nicht nur der Zeigefinger wurde warm, sondern die ganze linke Hand. »Guten Morgen, kleiner Straßenkehrer«, rief Fräulein wunderlich vor der Gartentür, wo der Straßenkehrer gerade fegte. Sie war zu ihrem Vogelhäuschen unterwegs, um den Meisen und Spatzen Futter zu bringen. »Was hast du denn da Hübsches am Finger?« »Engelshaar«, sagte der kleine Straßenkehrer stolz. »Jetzt macht es mir überhaupt nichts mehr aus, dass meine Handschuhe Löcher haben.« Fräulein wunderlich lächelte ihm freundlich zu. Dann ging sie ins Haus zurück, holte rote Wolle und 5 Stricknadeln aus der Schublade und fing an, dem kleinen Straßenkehrer neue Handschuhe zu stricken. Sicher hat das der Engel so gemeint, dachte sie, als er sein Haar gerade vor meinem Garten ablegte. Inzwischen kehrte der kleine Straßenkehrer weiter die Winterstraße. Ab und zu blieb er stehen und betrachtete glücklich seinen linken Zeigefinger. Da kam die alte Zeitungsfrau. Sie trug ihre Hände in die Schürze gewickelt, weil sie ihre Handschuhe verloren hatte. »Frierst du?«, fragte der kleine Straßenkehrer. Die alte Zeitungsfrau nickte. Der kleine Straßenkehrer zögerte einen Augenblick, dann löste er das Engelshaar von seinem linken Zeigefinger und gab es der Zeitungsfrau. »Du musst es um die Hand wickeln«, sagte er, »dann frierst du nicht mehr.« Und merkwürdig, nicht nur die Hände der alten Zeitungsfrau wurden warm, auch die des kleinen Straßenkehrers blieben es. Ja, sie wurden sogar wärmer, als sie es je gewesen waren. Engelshaar hat eben wunderbare Kraft, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Ich wünsche euch eine frohe Vorweihnachtszeit und viel Spaß. Tschüss!